Ja, herzlich willkommen wieder bei Grubi TV, unserem Heimkinokanal. Es sind 45 Grad und ich gehe ganz schnell da mal rein, weil wir haben ja auch klimatisierte Räume. Und wir wollten euch mal wieder eine neue Roomtour präsentieren. Diesmal hier mit weitestgehend dem ganzen Team. Der gute Miguel ist da, der Andreas ist da, der Simon ist da und der Dennis ist auch da. Und die wollen euch mal ein bisschen zeigen, was wir in all den verschiedenen Studios wieder mal in den letzten Tagen und Wochen gemacht haben. Denn da ist eine Menge gemacht worden. Und alles das ist, damit ihr den meisten Spaß mal live und in Farbe erleben könnt. Und das machen wir jetzt. Also folgt mir doch einfach mal. So, und jetzt geht's mal zum Dennis und zum Simon. Die sind nämlich hier in unserem Vergleichsraum für die ganzen Projektoren. Und hier hat sich ja auch wieder mal ein bisschen was getan. So, ihr beiden, Hallöchen. Ne? Hallihallo. Dann störe ich mal eben eure Mittagsruhe hier. Nein, in Wirklichkeit seid ihr gerade einiges am Testen, nicht wahr? Ja, wir haben hier sowohl in der Verkabelung, in der Steuerung, aber als auch in der Videoverarbeitung mal wieder einige Sachen überarbeitet. Stichwort ist da ganz klar in meinem Bereich Bildprozessoren. Hat man sicherlich bei uns in letzter Zeit mitbekommen, da tut sich einiges momentan. A, haben wir auf der einen Seite hier unser schönes Bundle fertig gemacht, also wo man dann den Lumagen in dem Fall mit verschiedenen Projektoren eben kombinieren kann. Was übrigens nicht heißt, wenn ihr eure Kombination dort nicht findet, dass ihr mich nicht einfach mal fragen könnt, ob ich nicht auch das passende Angebot für eure gedachte Kombination habe. Ne? Also das sind jetzt mal Kombinationsvorschläge. Und dann sind wir natürlich auch schon in den Vorbereitungen hier für den Envy Core, der ja auch demnächst kommt, den du dir ja dann auch mal live anschauen kannst. Ja, das stimmt. Ich werde wieder zur Cedia nach Denver fliegen und habe direkt am ersten Tag um 9.45 Uhr mit dem guten Richard einen Termin, um auf dem Messestand mir das gute Stück da mal anzuschauen und werde auch schauen, dass ich dann in den Nächten die Videos auch direkt online stelle, sodass ihr, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert, auf jeden Fall immer up-to-date sein werdet mit den Neuigkeiten. Und da sind einige in der Pipeline, die auf der Cedia dieses Jahr veröffentlicht werden. Ja, also was da die Updates angeht, können wir auf jeden Fall sagen, es wird weiter daran gearbeitet, dass wir dieses Vergleichsprofil eben bekommen, aber ist nicht ganz klar, ob wir das noch wirklich vor der Cedia bekommen, weil das muss eben noch fertig gemacht werden. Da habe ich natürlich direkt ganz schlau gefragt, ja, aber was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt alle bestellen und man kriegt dieses Jahr keinen mehr und so weiter und so fort. Also jeder, der bis zum 31.12. bestellt, bekommt auch den Einführungspreis, selbst wenn man vielleicht erst in der zweiten Charge drin ist. Falls man jetzt also irgendwo hört, oh, die werden großartig vorbestellt, weil die Nachfrage ist ganz klar da. Der Preis gilt, wenn man bestellt hat. Also das ist auch schon mal eine Sache, finde ich, die ist ganz wichtig, dass man da also auf jeden Fall Sicherheit haben kann, dass man dann zu dem Preis auch einen abbekommt, selbst wenn es ins nächste Jahr gehen sollte. Weil bis jetzt wissen wir nur Q4 und Q4 kann eben von Oktober über November bis Dezember alles sein, bis die ersten eintreffen. Und dann gucken wir mal, wie viel von den ersten eintreffen. Okay, bei uns auf der Homepage werdet ihr einiges dazu finden. Ich blende auch nochmal den Namen genau von dem Produkt ein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Gibt auch unten auf jeden Fall einen dieser Informationslinks im Text von YouTube, wo ihr auch direkt auf die Seite kommt und mit alle Sachen, die wir schon an Wissen haben, zusammengetragen haben. Nochmal kurz zur Info, hier sieht man ja eine große Auswahl an Projektoren. Das ist jetzt der Lumagen Radiance Pro in dem großen Rackmaß. Darunter ist hier der Envy und zwar ist das ganz konkret welche Ausführung? Der Extreme MK2. Also das ist so das Maximal-Flaggschiff. Ganz genau, ne? Damit kannst du alles demonstrieren und könntest aber auch sagen, wenn du die kleinere Variante nehmen würdest, also es gibt ja das Modell dann noch in anderen Ausführungen, dann könntest du sagen, das und das wäre da nicht dabei. Jetzt musst du selber, lieber Kunde, entscheiden, willst du das und das noch haben oder lässt du mal das weg? Das ist die Zielsetzung dann eben, da kriegen wir von Envy, damit wir nicht irgendwo ein Häkchen vergessen haben oder so ein Profil eben zur Verfügung gestellt, dass quasi alles in dem ausgebremst wird, was der kleinere nicht kann, ja. Okay, das gut, aber es geht ja auch jetzt schon, weil es gibt ja das Modell auch in einer kleineren Ausführung. In der Pro-Variante. In der Pro-Variante, genau. Ja, genau. Das wird ja auch schon Das gehen, haben wir schon. Genau. So, jetzt war ja schon immer die Herausforderung in unserem Haus, dass wir hier die Möglichkeit nutzen wollten und das haben wir ja auch getan. Da war allerdings ein bisschen Handarbeit angesagt. Eine Menge Fernbedienung sieht man hier, dass man die ganzen Geräte, die wir hier mit einem, teuren Gerät im Einsatz haben, nämlich mit einem großen Matrix, einer HDMI-Matrix, die 8K und das alles kann, sodass wir hier wirklich kreuz und quer die Projektoren im direkten Vergleich euch ja demonstrieren können, was, glaube ich, weiterhin ziemlich einzigartig ist. Apple TV 4K ist jetzt auch da. Auch ganz spannend, jetzt seht ihr mal auf 4,90 Meter Bildbreite, wie ein Streaming-Signal ausfällt und wie das aussieht. Und da habe ich schon gewonnen bei den ersten Vergleichstests. Das ist dann hieß, das kann doch gar nicht sein, dass das Streaming ist. Das war hier Bad Boys, nicht wahr? Das sah schon ziemlich beeindruckend aus. Also das können wir euch hier alles demonstrieren. Und jetzt kommt das, der gute Simon und der Miguel, die haben hier einiges in den letzten Wochen auch getan, dass wir hier auch alles wirklich wunderbar über unsere Kontrollvorsteuerung jetzt bedienen können. Also nicht mehr 10 Fernbedienungen in der Hand und eine davon suchen wir immer, sondern wir können halt jetzt hier alles mitmachen.
Und was wir noch machen können, und da muss ich nämlich jetzt wieder hin, wir haben sogar ein Kabel von der Matrix bis in unser Kino liegen. Das heißt also, da bin ich nämlich gerade dran, die Projektoren im Kino für die Bildprozessoren vorzubereiten. Das heißt, das Kabel geht von hier über unser Dach, geht in die Projektoren. Also hier laufen die Bildprozessoren, aber im Kino ist es dann jetzt demnächst auch einsetzbar, sodass wir also auch den NZ900 da drüben zum Beispiel mit Prozessor dann zeigen können. XW7000 haben wir ja dann auch noch da, beziehungsweise ja. Der Barco Bragi ist auch noch dann da. Der kommt dann auch noch damit dazu. Und damit ich jetzt weiter schön meine Messung machen kann, laufe ich jetzt mal hier ganz frech durchs Bild, gebe das Mikrofon weiter, wünsche euch allen noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Und in dem Grubi-Kino kommt tatsächlich auch nochmal so ein pieps teurer Switch, der nämlich dann in der Lage ist, dass wir dort auch einiges miteinander kombinieren können, weil genau. Da hat es im Moment noch ein bisschen gehakt. Dolby Vision ist nicht so ganz so einfach zu übertragen über Switches, da bist du. Genauso. HDR das Gleiche, Dolby Atmos auch. Und auch da haben wir dann auf Knopfdruck die Möglichkeit, das alles hier zu machen. Mein Lieber, willst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen? Control 4 haben wir ja nicht nur die Möglichkeit, mit einem Tablet zu arbeiten. Da wird auch gerade noch eine Vorrichtung organisiert, dass das gute Stück hier demnächst hier an der Wand hängt. Da haben wir dann natürlich auch verschiedene Haltungen. Die haben wir schon immer im Programm gehabt, aber nie zeigen können. Jetzt zeigen wir sie euch endlich mal. Was haben wir denn sonst noch? Du hast ja neben dem Tablet auch eine Fernbedienung, ne? Wir haben einmal nochmal die ganze Bedienung für Android oder auch für iOS, für Smartphone. Und es gibt verschiedene Fernbedienungen, das heißt eine mit einem Touch-Display, die hat dann ein paar weniger Tasten, dafür dann direkte Möglichkeiten in der Touch-Display. Es gibt eine mit etwas mehr Tasten, die hat dann aber kein Touch-Display. Und es gibt eine große, ältere, die hat auch kein Touch-Display, hat ein kleines Display oben. Die Touch und die ältere haben wir hier in verschiedenen Räumen dann auch als Möglichkeit zu nutzen. Aber über das Tablet macht es eigentlich am meisten Spaß, weil ich habe die größte Auswahlfläche. Du hast in den letzten Wochen jetzt auch schon diverse Projekte realisiert vor Ort. Genau. Fakt war, Schulung war notwendig. Dann wurde hier eine Menge an Zeit und auch Geld investiert, um eine Menge hier an Erfahrung zu sammeln. Dank auch hier an einige Partner, die uns immer wieder mal auch unter die Arme gegriffen haben. Und jetzt seid ihr beide in der Lage, also bei einem Kunden, der sagt, ich habe hier meine Haussteuerung in Form von, oder ich wünsche eine Art Haussteuerung für meine Unterhaltungselektronik, weil darauf fokussieren wir uns jetzt erstmal. Genau. Also vom Fernseher bis zum Beamer bis hin zu vielleicht noch ein bisschen Licht in den Räumen, das kriegen wir natürlich auch noch hin. Diese ganzen Themen. Ja. Das heißt, man sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Entweder mit mir oder mit Miguel. Ja, genau. Und dann können wir planen und schauen, was ist umsetzbar. Dafür muss man aber spätestens irgendwann mal auch vor Ort sein. Ja. Weil also die Ausführung muss vor Ort passieren, weil ich muss einmal den sogenannten Cord, also das Steuergerät, hier oben steht einer drin. Dieses kleine Kästchen, das kleine ist das Kästchen Herzstück mit dem blauen der ganzen LEDs, Angelegenheit. Ist in hier diesem Raum das da, Herzstück. Da oben. Okay. Sobald es um Infrarotsteuerung geht für den Raum, muss ein solcher Core vorhanden sein in dem Raum, weil dort werden die Infrarotaugen angeschlossen. Ah, okay. Das ansonsten heißt, machst du es über Netzwerk. Ansonsten, für die meisten Geräte gibt es Netzwerktreiber. Mhm. Unser Oppo kann es nicht, Apple TV kann es momentan nicht. Der Treiber gibt es also nicht. Also gibt es Infrarot dann für diese Geräte? Genau. Okay, Skybox haben wir auch schon im Einsatz gehabt. Wie sieht es da aus? Infrarot. Machst du Infrarot. Das heißt, also dann haben wir diese an. Aber der Rest wurde hier beispielsweise von den ganzen Projektoren alles per Netzwerkkabel verbunden. Die Projektoren sind alle im Netzwerk und alle über Netzwerk ansteuerbar. Sehr, sehr schön. So, dann steht hier drauf Beleuchtung, ne? Dann gehst du drauf und schon sitzen wir hier gleich im Dunkeln, beziehungsweise im Halbdunkeln, weil der Scheinwerfer ist noch an. Das haben wir hier, dann geht natürlich hier auf Knopfdruck auch mein Vorhang entsprechend auf und zu. Ne, zeigen wir mal, da geht der Vorhang auf und zu. Auch eine wunderschöne Geschichte. Ach, es ist immer wieder toll, wenn was funktioniert. Und dann haben wir auch noch im Flur, können wir auch noch ein bisschen Licht machen. Dann gehen wir mal in den Raum, der da heißt Flur. Da haben wir dann die Möglichkeit, im Flur das Licht anzumachen. Und natürlich auch, was auch ganz wichtig ist in Zeiten wie diesen, die Klimaanlage ist bei uns noch vorhanden. Ne, das heißt also, die misst hier gerade tatsächlich 26 Grad. Ich habe das Gefühl, es werden mehr. Ja. Und wir können aber auch dann sagen, jetzt mach mal bitte schön, kühle mal oder mach dies oder mach jenes. Also alles ziemlich cool von der Bedienung her, alles mit einer Oberfläche. Genau, so. Das fürs ganze Haus. Das fürs ganze Haus, genau. Jetzt hat ja der Julian, der heute hinter der Kamera steht, uns allen einen Drehplan gemacht. Ja? Ich bin ja jetzt wirklich nicht der Typ, der solche Texte lernen kann. Ich versuche das hier immer noch spontan. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ich muss mal drauf gucken. So, was hast du denn jetzt noch für einen Job hier? Wir gehen als nächstes ins Studio 2. Da brauchen wir aber den Klüppi und da brauchen wir gleich den Miguel. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Ja. Sind die noch nicht da? Schauen wir mal, der Miguel ist schon da. Ja, das ist doch schön. Dann übergebe ich mal die Fackel an den Miguel. Ach ja, genau. Wir sind ja im olympischen Monat. Absolut. Na komm, gehen wir nochmal durch hier. Also, ja. Studio 2. Genau. Was möchtest du denn mir mal erzählen? Was hast du denn so alles vorbereitet? Und was? Oh, ihr habt was umgebaut gerade, ne? Ja,
Genau, weil, halt das Ding mal in Richtung. Weil wir dementsprechend in den nächsten Tagen Kunden haben werden, der sich für die neue Ruby Core Serie interessiert, haben wir die mal ausgepackt. Wir haben ja aktuell noch eine Aktion bei der Rubicon 6 bei uns auf der Homepage. Die kriegt ihr aktuell zu einem sehr, sehr, sehr attraktiven Preis. Ich sage nur 17,99. Und wenn weg, dann weg. Und wenn weg, dann weg. Okay, alles genau. Klar. Mhm. Und dann hast du dann die Ruby Core. Wo ist das gute genau. Stück denn? Die stehen auch da. Die werden wir gleich nochmal einsetzen in die Reihe, in die Riege. Und die riechen ja noch. Die riechen ja noch. Ja, sind gerade eben frisch ausgepackt worden. Ja, okay, also genau. Sind hier. Dann hast du hier von SVS Lautsprecher. Genau, die fallen SVS ja schon mal optisch sehr cool auf. Dann haben wir Wavedale. Ganz neu im Programm, seit ungefähr einem Monat. Das ist die Aura-Serie, die Nummer 4, die ihr dort seht. Und wenn der Patrick mal ein Stückel zur Seite aber gerne geht, doch. Dann sehen wir auf Platz 2 die Evo-Serie. Und zu der kommen wir später noch, denn die haben wir auch im Studio 3 aufgebaut. Und zwar in einer richtig tollen Konstellation. Dazu später aber mehr. Später mehr. Okay, dann haben wir als Quelle, nur mal so als Info, ne? Wir haben einen Vim gerade zum Testen korrekt, hier. Genau. Schickes Teil. Wir haben den Arkam hier. Wir haben hier ein Violectric. Was machen wir mit dem guten Stück eigentlich? Das ist ein Kopfhörervorverstärker. Ja, den nutzen wir dann hier, um an die Quellen ranzugehen. Genau. Ne? Okay, alles klar. Jetzt haben wir noch klassische zwei Autos. Zuspieler. Klassische genau. Zuspieler, Umschaltanlage. Der Kunde kriegt eine Fernbedienung in die Hand und kann tatsächlich hier sich alleine hinsetzen, nachdem er mit uns vorher einen Termin gemacht hat und kann einfach zwischen den Lautsprechern hin und her schalten, um mal zu hören, wo sind Unterscheidungsmerkmale, was ist denn jetzt ein Unterschied zwischen einer Dali, einer Wavedale und einer SVS? Absolut richtig. Oder einer BEC, die er bis jetzt noch nicht gefunden hat. Ja. Gut, und auch wunderbar. So schnell nicht wiederfinden wird, denn die haben wir hier versteckt in unserem Raum. Ja, genau. Genau. Okay, die Zuspielungen haben wir alles, was an ich sag mal, üblicherweise an Zuspielmöglichkeiten gegeben sind. Genau. Also von der CD, Blu-ray bis hin zum ganzen Streamportal. Genau. Diese ganzen Sachen sind da. Okay, komm, lass uns das mal hier nochmal kurz erläutern. Da haben wir natürlich einen traumhaften Lautsprecher. Darüber haben wir ja auch schon mehrfach berichtet, nämlich die EpiCore 11, die wir hier sehen. Und daneben haben wir ein kleineres Modell, in Anführungsstrichen, von Dali. Betrieben wird das Ganze über die Musical Fidelity Endstufen. Ein Musical Fidelity CD-Spieler für diejenigen, die auch mal Medien mitbringen möchten. Raumkontrolle erfolgt über die Trinov. Und für die Freunde des Vinyls haben wir hier den DP3000 Plattenspieler von Denon. Jetzt hast du gerade Trinov gesagt, da überlegt man ja. Eine Trinov macht ja normalerweise immer ganz viele Lautsprecher. Die macht jetzt hier nur was? Die Raumkorrektur in dem Falle. Und das ist jetzt eine, die auch nur für Stereo gedacht ist, in nicht dem Falle nutzen wir sie für Stereo, genau. Dieser Raum, trotz der Optik und trotz der Maßnahmen, die wir hier vorgenommen haben, ist akustisch nicht perfekt. Und natürlich wollten wir das Bestmögliche aus dem Lautsprecher rauskitzeln quasi. Ja, und dann kam der gute Dennis um die Ecke und sagte, hey, wir setzen mal die Trinov. Da haben wir doch noch was im Lager, das ist ja doch gar nicht ausgepackt. Ja, das sollten wir doch mal machen. Und zeigen, genau. Ja, und dann haben wir dann das getan. So, dann haben wir das auch soweit, wunderbar. Hier drüben, was ich gemerkt habe, ist etwas, was auch immer wieder mal sehr erstaunt wahrgenommen wird. Nämlich die Möglichkeit, bei uns Endstufen zu vergleichen. Korrekt, genau. Das ist kein Scherz, das haben wir ernst gemeint und haben dafür auch was bauen lassen. Richtig, genau. Da also wir haben hier die Möglichkeit, dementsprechend zwischen den verschiedenen Endstufen hin und her zu schalten, damit derjenige oder diejenige sich klanglich mal Vorstellungen machen kann, was es bringt, wenn man mal unterschiedliche Endstufen im Einsatz hat. Und wird sehr, sehr gut angenommen. Und für alle diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, durchaus mal vorbeikommen, Termin vereinbaren und dann hier live vor Ort erleben. So. Und du hast noch was in der Hand, Patrick. Ja, ich kriege hier seitlich über zugestickt hier von allen Leuten, die im Hintergrund sind. Wir haben ja ein mega großes Team hier, die ja jetzt im Hintergrund uns hier Zeichen geben, Plakate aufhalten, damit wir den Text nicht verlieren und so weiter. Kubus, genau. Hab ich richtig ausgesprochen? Ja, ist ein französischer Streaming-Dienst oder Kubus. Mary. Und wir sind ja seit einigen Wochen Partner von Kubus, genau. So, und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Kubus, ein High-Res-Streamer, bei uns mal länger zu testen. Und nicht 30 Tage, so wie es Kubus eigentlich anbietet, sondern insgesamt 60 Tage. Das heißt, diejenigen, die hier vorbeikommen, erhalten von uns diesen Flyer. Und hinten ist ein Code, den müsst ihr einmal einscannen und könnt euch für 60 Tage lang Kubus in High-Res-Audio nach Hause holen. Was High-Res-Audio ist und welchen Klangvorteil man dadurch hat, dazu wird es noch separat ein Video von unserem Klüppi geben. Und da werdet ihr einiges über Kubus erfahren. So, schön, dass du das so gesagt hast.
Dann haben wir hier noch ein Gerät, welches NAD M10V2 heißt. Richtig, genau. Das ist ja ganz plötzlich abgekündigt worden. Da waren wir ein bisschen geschockt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist irgendwo eine Lötstelle nicht mehr verfügbar. Fakt ist aber auch, das ist ein Mega-Streamer. Absolut. Mit einem riesen Display. Und wir haben noch tatsächlich wenige Geräte, die wir jetzt aber auch zu einem super Kurs abgeben. Stand ist heute der 15. August. Genau. Korrekt. Okay, wer ist das so schön? Zwischenverkauf vorbehalten. Geht mal auf unsere Seite. Ich werde es auch verlinken bei uns auf der YouTube-Seite. Das ist ein Teil für alle die, die wirklich sehr komfortabel hochwertige Musik wiedergeben möchten. Das Ganze von einem Handy-Tablet gesteuert. Genau, korrekt. Also sehr klein, kompakt. Wir hatten ihn ja auch hier schon mehrfach im Einsatz. Ich finde das Produkt klasse. Weil für diejenigen, die jetzt wirklich was Kleines, Kompaktes suchen im Stereobereich und natürlich streamen, ja, ist das ein perfektes Gerät. Wunderbar. So, Adnovion fällt mir ein. Ich gucke mir mal diese goldenen Dinger hier an. Da haben wir ja auch mal vor einigen Monaten drüber berichtet. Ist ja auch schon 2-3 Monate her. Da kommt auch noch einiges mehr. Wer zum Thema Adnovion generell Fragen hat, das sind also hier diese wunderbaren designten Akustikmodule. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt auch mehrere Videos, wo wir uns schon mit beschäftigt haben. Im Moment würde ich mal sagen, setzt euch mit Holger Franz in Verbindung. Wenn ihr da Fragen habt, schickt ihn da Bilder von euren Räumlichkeiten. Er kann euch da einiges zu erzählen. Der ist entweder im Büro erreichbar oder an dieser einen Fischbude. Deshalb also dort, Adnovion ist aber sein Stichwort. Da kann er euch auf jeden Fall einiges an Informationen geben. Wollen wir weiter? Studio 3. Bist du da auch dabei? Hast du da auch Studio noch Studio 3, ja klar. Okay, dann geh nur mal vor. So. Okay, wir gehen also in Studio 3, weil das ist tatsächlich so, das ist Studio 2, das ist Studio 1, Studio 3. Und dann hört es aber auch auf, ne? Wir haben irgendwie Studio 4 haben wir nicht, ne? Das hat dann wieder einen anderen Namen. Okay, guck mal, da ist er ja wieder. Ach ja, übrigens fällt mir auf, wir haben keine Kosten und Mühen gespart. Selbst bei 40 Grad da draußen haben wir hier, wie wir gesehen haben, nur 26. Das ist richtig. Weil wir nämlich Klimaanlagen haben, die uns hier also ein relativ gutes Klima geben, als aber auch die Geräte vernünftig klimatisieren. So ist es. So, erzählt mal, was habt ihr hier gemacht? So, Simon und ich haben in den letzten Wochen hier ganz schön viel Arbeit reingesetzt. Simon wird euch gleich noch was zu dem Thema Storm Audio erklären und erzählen. Und ich lege jetzt mal los einem Lautsprecherhersteller, den wir jetzt neu im Programm haben, circa seit einem Monat. Und zwar ist das die Firma Wharfdale. Wharfdale, für den einen oder den anderen, der sie noch nicht kennen sollte, ist definitiv einer der ältesten Lautsprecherhersteller der Welt. Begonnen hat das Ganze 1932 bei Wharfdale. Und sage und schreibe 1945 haben die zum ersten Mal ein Zwei-Wege-System auf den Markt gebracht. Also absolut überragend, muss man wirklich sagen. Und was uns da absolut fasziniert hat, ist einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kriegt einen super tollen Lautsprecher für sein Geld, der mächtig viel Technik inne hat. Also wenn der Julian mir mal kurz folgt, kann ich das mal hier anhand der Evo, und zwar ist das die Evo 4.4, mal kurz erklären. Wir haben hier einen Air-Motion-Transformer drin, also ein Bändchenhochtöner. Kevlar-Membran, ja, auch zusätzlich. Das kostet bei dem einen oder anderen Hersteller schon ordentlich Geld. Und schaut einfach mal bei uns auf die Homepage und da findet ihr alle technischen Specs dazu. Zusätzlich im Einsatz in dem Set haben wir den 4C, das ist der große Center von Wharfdale. Den gibt es auch noch in einer kleineren Variante. Dann ist es der CS. Als rechten, klar, haben wir wieder die 4.4. Drüben als Surround haben wir dementsprechend die ganz, ganz kleine Regallautsprecher-Variante, nämlich die 4.1, auch da wiederum. Motion Transformer, Kevlar-Membran, also es ist schon extrem hochwertig, was hier Wharfdale dementsprechend in die Lautsprecher gepackt hat. Und last but not least, ja, das haben wir nämlich jetzt gestern gemacht, da sehen wir sie, dementsprechend die Surround Backs in dem Falle. Und zwar sind es keine Dipole, sondern Bipole. Ja, das war ja mal eine Frage, die aufkam auf Social Media. In dem Falle sind es die entsprechenden Bipole. Ja, würdest du mir denn dann nochmal die Antwort erläutern? Die einen spielen in Phase, die anderen nicht. Ja, was heißt das denn? Ja, das heißt, wir kriegen hier den Direktschall ab und keinen Diffusschall. Ja. Und das Ganze haben wir jetzt in dieser Konstellation, also auch mit Surround Backs von Wharfdale. Und der gute Simon wird euch jetzt mal zeigen, an welchen Geräten hier in diesem Zauberreck sie angeschlossen sind und mit was wir sie betreiben. Genau. Dann gehen wir erstmal rein. Wir haben beim Cinema 40 und dem 4.8er Denon das Ganze als 5.1 eingemessen. Momentan für die obere Ebene, für die 4, laufen noch die M1 von B&W mit. Das werden wir noch ändern.
Auf dem Cinema 30, dem 6.8er, dem 8.5er und der Storm haben wir es jeweils unten in der unteren Ebene als 7.1 und 4 dann noch in der oberen Ebene. Wohl bei der Storm bin ich jetzt auch noch dran. Hier hinten steht nur so ein kleiner Subwoofer. Der kommt dann auch noch mit rein. Also das heißt, die zwei PB2000, die in der Front stehen, werden dann als vorderer Subwoofer und der kleine hier hinten wird das Ganze dann im Raum abfangen. Das Ganze über Dirac ALT dann eingemessen. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier drin klingt. Aber das, was wir bis jetzt hatten, war ja schon bombastisch. Also es wird sich auf jeden Fall extrem umhüllend anhören. Das ist ja nun immer wieder das Ergebnis hier. Und was wir auch noch haben, das dürfen wir definitiv auch dieses Jahr nicht vergessen, ist die Thematik des ergänzenden Endstufe. Du hast recht. Wo wiederum die Kunden euch, und zwar wir das ja echt in den letzten Monaten und auch so diverse Berichte lesen wir ja auch von Kunden, die das dann jetzt gemacht haben, die gesagt haben, ich habe mir dann tatsächlich mal so eine Endstufe wie eine IOTA beispielsweise dazu gegönnt. Ja. Und siehe da, ich erlebe nochmal eine ganz andere Dynamik von meinem Sound, von dem, was da ist. Ich habe gerade den Film Civil War euch gezeigt, den waren wir drüben im Grubi-Kino. Mhm. Da gibt es so ein paar Szenen, wenn das da knallt, dann zuckst du aber mal wirklich, weil da ist so ein Druck drauf. Und genau das sind auch die Szenen, die man dann hier mit sowas sofort erkennbar anders hört. Ja. Da macht es nicht plopp, sondern da macht es wumm. Genau, ja. So ist es. Also das können wir natürlich weiterhin auch machen. Also ich denke mal, ihr seht, dass wir hier eine ganze Menge weiterhin an Zeit und Geld investieren, um hier die bestmögliche Präsentation der verschiedensten Anwendungen euch zu zeigen. Weil das eine ist, stundenlang theoretisch über bestimmte Themen zu diskutieren, teilweise mit Leuten, die gar keine Erfahrung haben, weil sie denken nur, dass es vielleicht so oder so wäre. Und hier wird gar nicht großartig diskutiert, hier wird eingeschaltet, hier wird es entsprechend gezeigt. Und dann kann jeder selber entscheiden, ob er einen Mehrwert da hat, ob es ihm das mehr auch wert ist, etc. Genau. Das ist weiterhin unsere Philosophie. Und jetzt habe ich noch ein kleines, wunderbares Überraschungsprodukt, wo ich ja nun auch seit mittlerweile 2 Jahren dran bin. Und es hat endlich geklappt. Die nächsten Wochen werden wir dann noch die ganzen Daten final zeigen. Aber alle die Mac-Audio-Lautsprecher tatsächlich auch im Wohnzimmer einsetzen möchten, haben wir ja mal angedeutet, dass ich mir gut vorstellen kann, die auch mal in einer weißen Ausführung zu haben. Und siehe da, hier ist er. Das ist der S6, den wir in der weißen Ausführung haben. Das heißt, richtig fetter Kinosound im Wohnzimmer, aber das Ganze sieht nicht aus wie ein Studio-Lautsprecher, sondern wirklich ein sehr eleganter Lautsprecher, der hier mit diesem Magneten dieses Gitter befestigt, ja, in dieser Ausführung. Und hierzu werden wir dann verschiedene Modelle anbieten, unter anderem neben dem S6 auch, den, wenn ich mich recht erinnere, der S8 und der CS44, das ist der querliegende, der für oben dann gedacht ist. Also können wir euch jetzt hier wirklich in weißer Ausführung diese Lautsprecher ab sofort anbieten. Wenn noch nicht alle Daten auf der Seite zu finden sind, auch da schickt eine E-Mail an info@grubi.tv. Wir setzen uns dann sofort mit euch in Verbindung und nennen euch dann die weiteren Details. Das stand gar nicht im Text und ich habe es trotzdem hingekriegt. Ja, super. Finde ich auch, ne? Also manchmal, Himmel nochmal. Ist immer so. Doch spontan. Ja, wir sind immer spontan hier. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wo müssen wir denn da hin? Was hat denn hier unser Drehbuchautor, Kameramann und Producer aufgeschrieben? Kopfhörerstudio. Guck mal dran, genau. Würde ich sagen. Weil das Grubi-Kino, da können wir da mal hingehen. Wer ist denn jetzt im Kopfhörerstudio? Sind wir das oder wer ist da? Steht das auch drin? Da steht der Andreas. Dann gucken wir mal, wo hast du denn jetzt hingehalten? Wir gehen mal rüber eben zum Grubi-Kino, weil das ist tatsächlich jetzt nicht zu benutzen. Das ist unter fast schon Todesstrafe verboten, da reinzugehen, weil, wie der Dennis schon gesagt hat, ist der jetzt seit wirklich einigen Stunden dabei, die entsprechenden Einmessungen für die Lumagen durchzuführen, ja. Für die Projektoren durchzuführen. Das bedeutet, wir können euch auch jetzt im Grubi-Kino auf 3,30 Meter Bildbreite demonstrieren, wie sieht ein Lumagen auch in einem super abgedunkelten, optimierten Raum aus mit Projektoren, die bereits schon gut sind, aber anscheinend noch mal deutlich besser das Bild wiedergeben können, plus noch das Format umschalten können, weil wir haben eine 21:9 Leinwand. Auch diese ganzen Sachen können wir euch dort demonstrieren. Und wenn jetzt noch diese teure Matrix kommt, dann können wir das noch mal über Control 4 mit dem Beamer, mit wenigen Knopfdrücken machen und das Ganze in allen Ton- und Bildformaten. Und dann auch über die Storm, über die Trinov und den A1H. Ja. Denon A1H, Storm hast du gesagt, das ist die große Vorstufe und die Trinov, ja, das macht schon Laune, ne? Würde ich aber sagen. Und dann auch mit ART, Waveforming und normalem Dirac, also Spaß. Ja, also wer jetzt noch nicht kommt, also weiß ich auch nicht mehr zu helfen. Genau, jetzt wollen wir mal weitergehen, ich gehe einfach mal hier durch, ich glaube der Julian hält drauf. Julian, dreh alle Farben richtig rein, gucken wir mal. Was haben wir hier? Ach komm her, ich nehme das Stativ schon mal, weil ist Andreas denn da oder ist der noch nicht da? Der scheint noch nicht da zu sein. Ah, Andreas hat seinen Text noch nicht.
dann ruft doch mal den Andreas und ich mache mal eben hier in der Zwischenzeit weiter. So, also, noch eine Besonderheit. Machen wir so weiter. Andreas erklärt uns ja gleich die Lautsprecher und ich mache noch mal eben kurz das Baby. Dieser Halter hier ist tatsächlich ein Stativ, welches für meinen neuesten Lieblingsprojektor, den Dangbei Atom, genutzt wird. Das heißt ganz konkret, ich habe hier mittlerweile auch eine Tasche, da bieten wir ja auch verschiedene Bundles an. In der Tasche befindet sich jetzt hier mein Projektor. Und dieser kleine Mini-Projektor, der gerade mal 5 cm groß oder hoch ist, der hier, der wird dann einfach, wenn ich möchte, entweder auf den Tisch gestellt oder ich mache ihn hier mit dem, da ist ja ein Gewinde drin, und dann drehe ich das Baby mal eben hier rein. Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mit diesem wunderbaren Stativ den auf den Tisch zu stellen. Gartentisch, Wohnzimmertisch, wo auch immer. Und dann richte ich den aus, entweder nach oben an die Decke sogar oder nach vorne geradeaus. All das geht hier. Und es gab tatsächlich eine Frage, die da war, kann ich den denn vielleicht statt mit dem Netzteil, was dabei liegt, auch wirklich echt im Freien benutzen? Und kann ich den dann vielleicht mit Batterie dann betreiben? Und ja, ich bin heute Nacht, keine Mühen und Risiken habe ich gescheut und habe dann mal so einen dicken Powerbank geholt. Diese Powerbank, die ist in der Lage, dann bis zu 50, 52 Watt abzugeben über USB-C. Es gibt dann Adapterkabel, die kann man im freien Markt bekommen. Und dann zeigt mir die Powerbank an, dass das gute Stück für 2 Stunden mir den Strom gibt. Die Variante geht auch. Das heißt, Netflix im Wald, am Strand oder wo auch immer, überhaupt kein Problem. Denn es ist ein Google-Projektor. Es ist der erste Projektor, der das komplette Google-Zertifizierungspaket hat. Und somit bedeutet das, er hat tatsächlich alle wichtigen Google-Apps drin, lässt sich aber auch über HDMI noch natürlich mit externen Quellen nutzen. Und zuletzt und zu guter Letzt, man glaubt es kaum, er kann sogar 3D. Na, da brauchen wir dann das 3D-Shutter-Brillensystem und dann zaubern wir auch noch mit 3D. So, dann hatten wir gestern Besuch aus Berlin. Der gute Veit war da mit Mitarbeiter. Genau. Nimm das Mikrofon mal, das wird besser. Dann versteht man mich auch besser. Ja, genau. So, was habt ihr denn gestern gezaubert? Wir haben gestern mal so die finale Einrichtung unserer sogenannten K-Array-Lautsprecher fertiggestellt. Das bedeutet, wir haben unseren Commander halt eben frequenztechnisch auf unsere Lizards und auf unsere Viper eingestellt. Das bedeutet, frequenzmäßig halt die Kurve entsprechend angepasst. Und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was aus diesen kleinen Stäbchen da rauskommt. Wir kennen es ja von unseren Kös, bloß wo die Kös einfach aufhören, da fangen unsere K-Array einfach an. Das, was hier pegelmäßig und auch klangtechnisch einfach machbar ist, ist schon sehr, sehr genial. Es gibt hier Varianten von ganz klein, also mein Daumen ist da mal eben daneben. Wir haben die sogenannten KV25 bis zur KV105. Und da haben wir jetzt ja auch ein schönes, großes Projekt in Mülheim gehabt. Und wo wir dann halt so ein paar Lautsprecherchen mehr davon verbaut haben. Dazu halt eben auch noch unsere weiteren anderen Einbaulautsprecher, die wir natürlich halt eben auch hier und da verplanen. Ne? So, als Beispiel. Patrick hat da jetzt mal ein bisschen Musik gemacht. Ja, ist relativ einfach von der Erklärung her. Wir haben ein Blues-Sound-System als Zuspieler. Das heißt, wir haben also hier den kleinen Blues-Sound. Das ist jetzt die Endstufe, die wir von K-Array einsetzen. Dort sind diverse DSP-Filter drin, kann Richtig. Man das so sagen? Ja. So, okay. Und diese Endstufe ist in der Lage, mit bis zu 8 Lautsprechern zu arbeiten. 8 Kanäle? Ja, also 4 Paar Lautsprecher, 8 Lautsprecher, Korrekt. 8 Kanäle. Das ist richtig. Und wir haben das jetzt hier so gelöst, weil wir ja auch die Subwoofer damit im Einsatz haben. Da geht dann ehrlicherweise schon mal ein Kanal für drauf, haben einen kleinen Umschalter, sind aber dann trotzdem in der Lage, alle 4 Systeme zu demonstrieren. Absolut. Und wie funktioniert es? Ihr sagt uns euren Musikwunsch und dann können wir die Musik abspielen, weil ist ja nun mal mit Blue Sound überhaupt kein Problem, auf eine riesige Auswahl zurückzugreifen. Und das Zweite ist, es gibt dann diese neue K-Array Connect App gibt es dann und die zeigt mir jetzt hier die verschiedenen Lautsprecher an und ich kann dann mit einem einzelnen Knopfdruck kann ich einfach sagen, so, jetzt bitte mal die anderen Lautsprecher laufen lassen. Dauert dann ein paar Sekunden, dann werden die Werte entsprechend geladen, aber ich habe keine echte Unterbrechung, es läuft weiterhin und ich merke nur, okay, am Sound wird noch gerade 2 Sekunden lang genau. optimiert und dann ist der Sound da und dann laufen tatsächlich, wie das jetzt mal so als Beispiel hier ist, ich mache das mal eben. Gucken wir mal üben, geht ja alles hier. Gott, wie viele Apps habe ich hier mittlerweile drauf? Da ist sie doch. So, jetzt machen wir das mal. Und jetzt passiert das hier.
Ja? Und jetzt kommt wieder der Moment, der neben den BEC-Lautsprechern wiederum einen Überraschungsmoment produzieren wird, weil man wird natürlich nicht unbedingt sagen, dass das jetzt dieser Lautsprecher ist, den wir jetzt hier gerade hören. Ja, da ist ein Weiß, hier ist auch nochmal ein Weiß. Da haben wir so einen kleinen Magneten hier, damit kann man dann mal zeigen, dass dahinter sich wirklich ein Lautsprecher aufhält. Da ist er. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt hier ziemlich unsichtbar Musik wiedergeben. Und das kann dann tatsächlich nicht nur im privaten Bereich sein. Mach's mal ein bisschen leiser. So, das kann natürlich dann nicht nur im privaten Einsatz sein, sondern es kann dann auch vielleicht im gewerblichen Einsatz sein, weil da kennen wir Installationen, da haben die ganz viele von diesen kleinen Dominosteinchen installiert, die Subwoofer in entsprechender Positionierung. Das kann man im Vorfeld alles planen, messen. Ja. Und dann hat man da einen Mega-Sound, der wirklich... Man muss eigentlich sagen, das ist ein Lautsprecher, weil die Leute wollen das einfach sehen und sagen, wo kommt das denn her? Das ist ja unfassbar. Und es ist wirklich kaum sichtbar. Genau. So ist das. Und das können wir eben unter anderem auch alles machen. So, was hast du noch? Jetzt grätsche ich da auch noch mal rein. Ich habe jetzt vorhin die Fernbedienung, die ich angesprochen habe, mit dem Touchfeld, die wir jetzt hier drin haben. Das heißt, ich kann auch über Control4 die Presets von ihm schon umschalten. Okay, Das heißt, entweder aus der App oder mit der Fernbedienung. Da hat der Simon ja anscheinend heute Nacht noch ein bisschen durchgearbeitet. Das ist aber schick. Und das machst du dann damit? Das wusste ich noch nicht. Ja, ist ja super. Da sind die Namen der entsprechenden Lautsprecher einfach über... Ja, ist doch genial. Fertig. Okay. Wie ihr seht, es ist hier jede Woche, wir könnten jede Woche so ein Video drehen, wo wir mal wieder die neuesten Sachen euch erklären und zeigen. Nichtsdestotrotz müssen wir nochmal irgendwas zu dem sagen und dann sind wir aber auch schon in einem Nebenraum nochmal. PX3 ist Geschichte. Wir haben heute unseren letzten PX3 verkauft und sind jetzt ganz traurig, weil er ist plötzlich abgekündigt. Er dirbelt nicht mehr. Ja, also wir haben noch unser Demo-Gerät und ja, wir haben uns überlegt, den behalten wir mal. Vielleicht kann man damit schon Sachen zeigen, nicht wahr, die vielleicht demnächst noch interessant sind. Aber der PX3 an sich ist leider nicht mehr verfügbar. Ich würde sagen, ihr bleibt mal mindestens die nächsten Wochen an unserem Kanal. Abonnieren heißt natürlich, ihr werdet immer wieder über die neuesten Neuigkeiten informiert. Und es gibt tatsächlich schon einige Videos, die werden wir erst in den nächsten Tagen online stellen dürfen, weil das so Termine genannt sind und was nicht alles. Und mal gucken, was da passiert. Aber hier ist er. Das ist ein tolles Produkt, war unser erfolgreichster Projektor in diesem Jahr. In Rekordzeit ausverkauft, wirklich irre. Und zeigt also, dass Laser-TV, wenn es ein gutes Konzept ist, also wirklich viele Leute überzeugt. Und das war der einzige, der zurzeit 120 Hertz macht. Ja, das kommt auch noch dazu. Für die ganzen Gamer und Zocker und wie sie. Genau, so, jetzt geht's noch weiter hier. Unser Producer, Drehbuchautor und Regisseur sowie Kameramann hat uns noch geschrieben, wir sollen jetzt mal rübergehen ins TV-Studio. Das ist dann nebenan, würde ich sagen, ne? Sollst du mir da folgen? Ja, ne? Ich glaube schon, ne? Ich folge einfach mal. Das ist auch so ein Knaller, wo ich das nicht ganz so verstehe, weil der ist so irre vom Preis her, weil die gute Firma Hisense hat uns da noch mal einiges Gutes getan. Mit einer Leinwand, die 100 Zoll ist, für 2.200 Euro ein Laser-TV, und zwar konkret der 100 L5 HD. Also günstiger geht es eigentlich gar nicht. Und das mit so einer mega Leinwand dabei. Wir haben noch einige wenige. Kommt vorbei, ihr könnt es euch hier anschauen. Ihr müsst ja nicht von der Palette irgendwas blind kaufen, sondern es ist ja alles vorführbereit, nicht wahr? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. So, was haben wir noch als Nächstes? Dann haben wir den PL2, das ist das neueste Gerät, was jetzt gekommen ist. Der ist auch schon vorführbereit, der steht aber im Nebenraum. Dann haben wir, wo ist er? Ist er da um die Ecke? Ja, nee, der ist im Nebenraum, genau. So, dann haben wir noch, und das ist auch nochmal etwas, die ganzen die ganzen Avol-Geräte. Da gibt es auch verschiedene Bundles. Das ist ja auch etwas, was mit 3D ist, ne? Das geht auch. Dann hat unser Producer, Kameramann, Regisseur und mittlerweile auch Set-Dekorateur, der hat dann also tatsächlich auch noch über Nacht am Wochenende dieses System hier gebaut. Ja, es ist noch nicht in Serie. Also wir könnten drüber nachdenken, nicht wahr? Also es sind ja noch Kapazitäten zwischen 2 Uhr morgens und 6 Uhr frei. Dann könnte er vielleicht noch ein bisschen sägen, dann kann er das auch noch machen. Ich finde es genial, weil ihr werdet in den nächsten Wochen noch einige Videos sehen, wo wir dieses wunderbare System hier im Einsatz haben. Unter anderem ist das ja hier mit einer Leinwand, einer motorischen CLR-Leinwand, die wir im Einsatz haben. Ne, hier meist mit dem Knopf oder alternativ mit der Fernbedienung. Davor ist ein Epson LS800, der tatsächlich so nah aufgestellt wird. Sieht doch sehr elegant und schick aus. Kann man auch nicht anders sagen. Hat er mega gemacht, so ist es.
So, und dann haben wir noch, lass mich mal überlegen, das ist auch noch eine wichtige Sache, das legen wir unseren ganzen Paketen immer dabei. Da könnt ihr noch mal einen 5er oder einen 10er noch bekommen, wenn es eine nette Bewertung gibt und ihr uns darüber informiert, dass euch das alles gefallen hat, wie ihr unsere Ware bekommen habt, wie vielleicht das Telefonat mit ihm, mit mir, mit uns allen gewesen ist, was vielleicht beratend war, etc. etc. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da, und dann gibt es eben ein kleines Dankeschön, wenn ihr uns da entsprechend erwähnt. Das wäre doch super. So, Grubikino, sagte ich, ist Geschichte, kommen wir nicht rein. Es gibt noch ein Produkt, da müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal 300 Meter zurücklatschen, aber das mache ich doch gerne. Das ist ein Antimod. So, Jungs. Aber Patrick, wozu willst du denn in die Ferne schweifen? Nimm dir mal das Mikrofon, dann kannst du es noch viel schöner machen. Der Antimod. Genau. Hier haben wir den Antimod, den DuoCore 2.0. Wir haben ja einige Rückläufer über die Jahre bekommen, Jahre ist gut, über die letzten Monate, von Kunden, die sich nicht entscheiden konnten. Nehmen Sie den kleineren, nehmen Sie den DuoCore 2.0 und die bieten wir euch aktuell auf unserer Homepage zu einem sehr, sehr, sehr reduzierten Kurs an. Also es lohnt sich auch mal da vorbeizuschauen und das ist unter anderem der 2.0er. Aber wie gesagt, wir haben auch eine kleine Stückzahl vom 8033 S2. Ja, dazu fällt mir nur ein, der das Ganze ja bezahlt. Es wäre schön, vielleicht das eine oder andere Mal, vielleicht fort mal ein Telefonat zu führen, weil das bieten wir ja nun mal an. Kostenlos helfen wir euch gerne und dann können wir euch beraten, ob das überhaupt eine Lösung ist für das vermeintliche Problem, was ihr habt. Das heißt also, es ist natürlich so, dass so ein Produkt nicht unbedingt immer die Lösung für alles ist, für alle Ursachen, die da vielleicht zu Hause wären, was schlechten Bass in dem Fall angeht. Und da ist es dann manchmal ganz hilfreich, einfach mal eine E-Mail schicken, vielleicht auch mal ein Foto beilegen, die Raummaße und sagen, ich habe das oder jenes oder dieses Problem, habe das gemessen, habe das gehört. Hört, könnt ihr mir sagen, kann ich damit die Lösung, ist das die Lösung oder ist es die Lösung nicht? Weil dann können wir uns Zeit, Geld und CO2 sparen. Und dann können wir entsprechend das natürlich am Telefon wirklich vielleicht noch ein bisschen zielgerechter machen. Vielleicht ist es manchmal ja nur eine Aufstellung. Richtig. Ja, kann ja sein, oder? Kann ja durchaus der Fall sein, ja. Also wenn der Julian dann so lieb ist, einfach hier unten oder später mal in die Kommentare unsere Telefonnummer nochmal einblendet, unsere E-Mail-Adresse. Wir helfen euch da sehr, sehr gerne in der Findung. Und einen Anruf kann ich schaden oder eine E-Mail. Na, ist doch super. Ich glaube, in der Zwischenzeit, wenn du noch ein bisschen quatscht oder singst oder was auch immer du so machst, werde ich noch was probieren. Erzähl ruhig noch ein bisschen was. Hast du noch irgendwas? Du könntest beides? Absolut. Was heißt das? Ach, kennst das ja von mir. Schlagzeuger, Sänger, Gitarrist. Ja, komm, du hast jetzt deinen Werbeblock. Mach mal eben. Mein Werbeblock? Nee, nee, komm. So, was wir jetzt gleich hören werden ist... Komm, das machen wir jetzt noch. Wir gehen jetzt mal raus. Ja, komm mal mit. Weil wir haben tatsächlich in diesen Tagen sowieso immer wieder auch den Wunsch, dass die Leute sagen, boah, ich habe so eine coole Anlage da draußen, also draußen heißt im Wohnzimmer, kann ich nicht noch irgendwie mit diesem Ton und diesem Sound und diesen Musikquellen, das ist ja vielleicht Heos, was in eurem Denon oder in eurem Marantz-Verstärker eingebaut ist, auch irgendwie mit der App die Musik nach draußen holen. Dass das nicht unbedingt mit einem Bluetooth-kleinen, winzigen Lautsprecher so das Optimale ist, dürfte nicht ganz unbekannt sein. Und deshalb haben wir ja schon seit Jahren hier vorne im Vorgarten ein eine größere Auswahl an Lautsprechern für, jetzt muss der Julian ganz viel drehen, weil draußen ist ganz viel Licht. Geht das noch? Okay, danke. Das heißt, wir können euch jetzt hier tatsächlich mal eine Auswahl an Gartenlautsprecherlösungen präsentieren. Und das bedeutet, wir haben hinten so eine Kugel, wir haben Steine. Was haben wir noch, mein lieber Andreas? Ich zeige euch noch mal einen unserer ersten Steine, die wir vor 22 Jahren, schon viel, viel länger erfasst, mal damals mit angefangen haben. Das ist die erste Version. Hier ist ja ganz schön viel Patina mit drauf. Damals ist hier noch der Lautsprecher mit eingebaut worden. Und heute gibt es so viele Versionen, wie jetzt hier von der Firma Targa, hier von der Firma Sonens aus Amerika, die halt eben so ein sehr, sehr großer Spezialist ist, was das Thema Außenlautsprecher, Einbaulautsprecher angeht. Wir haben 360-Grad-Lautsprecher, das sind die, die hier vorne sind. Der Patrick macht ein bisschen Musik. Wir haben Einbau-Subwoofer für den Garten. Die vergraben wir dann so mitten im Garten. Und dazu kommen dann überall diese kleinen Satelliten, die verstecken wir hier an den Seiten. Das oder machen halt wir, eben wenn auch das große Blumen. Flächen sind, nicht genau. Wahr? Dann haben wir dann nämlich den Sound wirklich schön verteilt, auf eine Tiefe von 10, 15 Metern beispielsweise. Gar kein Problem.
Und es ist schön ausgewogen, das ist genial, ne? Genau. So, und die BEC-Lautsprecher, diese kleinen schmalen Stangen, die kommen tatsächlich in diesen Tagen endlich auf den Markt. Und zwar auch als komplett für draußen geeignete Lautsprecher. Sogar für Yachten, also wirklich für Salzwasser auch geeignet. Das heißt, diese kleinen wunderbaren Stäbchen, die nahezu unsichtbar verbaut werden können und die einen mega Sound haben, werden wir auch haben. Also da will ich nur sagen, Außenlautsprecher für privat als aber auch für Gewerbe ist ein Thema, beschäftigen wir uns regelmäßig mit. Und das wollen wir auch nochmal demonstrieren, dass man tatsächlich hier im Sommer, im Winter, im Regen, im Schnee, dass wir euch immer hier auch Musik machen können, die auch immer funktioniert. Und das auch im Sturm. So ist es. Aber auch hier wieder, sprecht uns an. Wenn ihr einen Garten plant, wenn ihr irgendwie am Haus bauen seid, sprecht uns an. Wir helfen gerne bei der Planung der Kabel, der Lautsprecher etc. Ja, dann sollte es das aber auch gewesen sein. Ich würde sagen, vielen Dank allen hier, die jetzt gerade mitgemacht haben. Vielen Dank an den Producer, an den Kameramann, den Drehbuchautor und unseren Raumausstatter Julian, der hinter der Kamera ist, der mal ganz spontan das alles zusammengeschrieben hat. Wir haben unsere Texte gelernt. Allerdings, wir können das eigentlich auch ohne Text, aber diesmal war es etwas strukturierter. Ach, wie schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns entweder hier in unseren Räumlichkeiten oder wir sehen uns am 31. beziehungsweise am 1. August, 1. September, 2. September bei Cast Total. Das ist unser großes Stadtfest. Wir haben uns da auch nicht ganz uneigennützig mit eingeschaltet. Das machen wir immer, weil wir wollen natürlich auch auf jeden Fall sowas unterstützen. Da sind wir auch wieder der Sponsor, sodass wir unter anderem eine U2-Band hier haben werden, eine Coverband, als aber auch Coldplay. Und am Sonntagabend taucht tatsächlich das Original auf der Gute Gilde Horn. Und zwar an der Bühne, die früher direkt an unserer, oder die immer noch an unserer alten Adresse ist. Das ist die Matthias-Claudio-Straße. Da werden vielleicht noch wieder Erinnerungen wach, nicht wahr? Ja. So, jetzt habe ich aber genug gebabbelt. Das heißt also, wir sehen uns so oder so, vielleicht in diesem Jahr noch. Wäre klasse. Bis die Tage. Ciao. Wo will der hin? When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. We should've walked away 1 year ago when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like that. Bei Grobi bekommst du mehr.